Warwick? Jetzt hätte ich doch mal eine Verständnisfrage. Sie haben jetzt noch mal wiederholt erklärt, Israel hält das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung. Gleichzeitig haben Sie hier ebenfalls schon öfters betont, dass Sie sowohl den Gazastreifen wie auch Jerusalem und Westbank als besetztes Gebiet betrachten. Jetzt gibt es eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag von 2004, die sehr klar gesagt haben, dass eine Besatzungsmacht sich auf dem Territorium, auf dem von ihr de facto oder real besetzten Territorium, nicht selbst verteidigen darf. Deswegen würde ich Sie nochmal bitten, darzulegen, auf welcher Grundlage Sie dieses Selbstverteidigungsrecht Israels im Völkerrecht sehen und wie Sie mit dieser Entscheidung oder dieser Einschätzung des Internationalen Gerichtshofs von 2004 umgehen. Herr Warwick, auch das war bereits hier vor einigen Tagen, vielleicht sogar vor 1 bis 2 Wochen. Ich lasse mir jetzt gerade vielleicht noch mal das Datum von den Kollegen zukommen lassen, wo Kollege Fischer sich geäußert hat und erläutert hat, dass wir uns in einem bewaffneten Angriff der Hamas auf Israel befinden und entsprechend andere auch rechtliche Regularien gelten. Insofern würde ich gerne, ich kann vielleicht noch als Service gleich noch mal nachliefern, um welches Datum der Regierungspressekonferenz es sich handelt mit der Antwort. Und das ist dann die völkerrechtliche Einordnung. Das liefere ich dann gerne im Laufe der Sitzung noch nach. Zusatz? Die zweite Verständnisfrage wäre bezüglich Ihrer Aussage, dass ein Waffenstillstand es verhindern würde, dass Israel sich verteidigen kann. Jetzt ist die Idee justement von einem Waffenstillstand, dass beide Seiten nicht mehr sich gegenseitig beschießen. Können Sie mal darlegen, wieso Israel bei einem eingehaltenen Waffenstillstand sich nicht mehr verteidigen könnte? Also, ich glaube, das wurde hier auch schon bereits mehrfach dargelegt, aber wir befinden uns in einer Situation, dass wir mit einer Terrororganisation zu tun haben, die weiterhin vom Gazastreifen aus mit Raketen Israel bedroht, wo weiterhin Parolen in der Welt sind, dass Israel ausgelöscht werden soll, das Existenzrecht dieses Staates negiert wird, inklusive auch bei der Befreiung, bei der Freilassung, muss mich korrigieren, bei der Freilassung von entsprechenden von Menschen aus israelischen Gefängnissen haben wir entsprechende Bildszenen, glaube ich, alle gewahr vor Augen, wo Fahnen auch der Hamas geschwenkt werden. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass die Hamas in der Situation ist, entsprechend ihren proklamierten Vernichtungszustand gegenüber Israel, Vernichtungserklärung gegenüber Israel aufzugeben. Insofern nochmal der Punkt: Israel hat das verbriefte Recht, sich im Rahmen des Völkerrechts gegen den fortbestehenden, seit dem 7. Oktober bestehenden Angriffskrieg zu wehren. Und das ist die Position zu verteidigen, seine Bürger zu verteidigen. Und das ist die Position der Bundesregierung. Davon unbenommen ist, dass wir uns sehr stark dafür einsetzen, dass humanitäre Feuerpausen es ermöglichen, dass Geiseln endlich wieder in die Arme ihrer Angehörigen genommen werden können. Aber auch, dass das Leid der Menschen in Gaza dramatisch verringert wird. Herr Jessen?